Herzlich willkommen! Ich bin der Cäsar, legen wir los. Wir sind jetzt wieder hier alleine in unserem kleinen Multiplayer-Projekt in Hexet. Die anderen Kollegen sind so gerade wieder weg. Und jo, wir bauen jetzt einmal schön fleißig in unserem Haus weiter. Ja. So irgendwie. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass diese Rüstung ein klein wenig seltsame Angewohnheiten hat. Mal irgendwo nicht durchkommt oder dass man mal irgendwo nicht drüber laufen kann und so weiter und so fort. Gut, wir brauchen auch noch einiges an Ressourcen. Ich habe mir jetzt hier auch so einen schönen kleinen Weg nach unten gebaut und werde jetzt mal versuchen. Na Mann, jetzt muss natürlich Nacht werden, ist doch doof. Ich gehe einfach mal schnell in diese Ecke und gucke, ob ich schnell ein Schaf finde, damit ich mal schlafen kann. Und das hier wird noch mit Gittern gemacht, damit ich darunter kann, auch wenn Skelette gerade am Rumholzen sind. Jo, so sieht es aus. Schwupp. Mann, bitte lasst jetzt ein Schaf sein, das wäre so toll. Das wäre so super. Bin jetzt da noch am Suchen, dass ich ein gescheites Texture Pack finde, weil dass das hier nur halb auf Swags ist, ist irgendwie doof. Friss das. Yep. Sharpness 5 ist einfach geil. Eukalyptusbäume, die sind so lila, damit will ich eigentlich auch nichts anfangen. Was bist du für einer? Oh, ist das der denn? So schlimm ist doch der gar nicht. Hallo? Wow. Warum kommen da jetzt zwei? Kann es sich selbst spawnen? Au! Du kleiner Drecksack. Ah. Alter, ist schon gut jetzt. Ah, über drei zahlt. Habe ich sie? Was ist das? Ein bisschen Fragment? Seid ihr tot? Ach, das sind diese komische Seelendinger, die man einsammeln kann. Hui! Alter Schwede, da sucht man mal einfach nur so ein kleines Schäfchen und dann. Alter! Mann, aber ich hab's irgendwie überlebt. Ach, das ist ja ein Fraserite Helmet. Cool. Das ist dieses Eisdingens da. Muss ich mal schauen, ob ich das einfach so for free verzaubern kann. Das kann man zumindest mit einigen Sachen aus Fraserite machen. So mit Schwertern und sowas. Mal sehen, ob das klappt. Don Skeletor. Eine Kuh. Genau. Aber ich will ein Schaf. Beziehungsweise zwei. So, schauen wir mal weiter. Mit etwas Pech finden wir auch noch einen Rare Mob. Naja. Aber man will den Teufel nicht gleich an die Wand malen. Das ist noch eine schöne Insel. Da fast so ein blödes Gefühl, dass die anderen Kollegen aus dem Dorf schon rumgelaufen sind und sich die Schäfchen hier alle geschnappt haben. Wär doof. Creeper. Kann ich die hier eigentlich einblenden? Options. Texture Size. Draw. Muss ich mal nachgucken, wie ich die einblenden kann per die ganze Zeit, also permanent. Das muss ich nochmal sehen. Hey, wir haben jetzt sogar einen Dschungel. Schön, schön. Ist in dem Dschungel vielleicht ein Schaf?
Nee, kein Schmarrn und kein Dschungel, sondern ein Sumpf. Schweinchen. Treibsand. Treibsand ist nicht so schön. Gut, man kommt wieder raus, aber ich möchte es nicht unbedingt riskieren. Ah ja. Und warum auch nicht? Was hätten wir denn sonst noch? Viele Schweinchen, viele Schweinchen. Sterb. Durchgekriegt. Nix. Nur ein paar Erfahrungspöpelchen. Was ist denn das? So. Das war so grünlich ausgeschaut. Die Schweine lasse ich mal leben, dann wissen wir nämlich, wo wir später welche bekommen können, wenn wir uns die ersten Farmen bauen. Ach komm, das ist doch doof. Muss doch irgendwo ein Schaf sein. Hast du keine Lust, hier 800 Jahre rumzulaufen, nur auf der Suche nach einem Schäfchen? Flatsch. Super gemacht, Cäsar. Supi, Alter! Schwupp. 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 So, ein kleines Themachen für heute hätte ich vielleicht auch noch, nämlich Reichtum. Ja, ich hätte doch eine voll reich. Was ich immer lustig finde, ist, dass einige meinen, ja, was weiß ich, der und der ist reich und der und was weiß ich. Ich finde, man muss das ein bisschen unterschiedlich sehen, weil reich ist nicht gleich reich. Du kannst zum Beispiel Knete haben ohne Ende, lebst dann aber auch auf Kosten, dass du Ausgaben hast, die dann exorbitant hoch sind. Auf Deutsch, du hast unterm Strich dann eigentlich die gleichen Güter zur Verfügung, die jemand hat, der weniger Kohle hat. Dann geht es eigentlich nicht ganz ab. Doof. Angenommen, du gehst jetzt als Normalo essen und zahlst halt, keine Ahnung, 30 Euro. So. Dann geht einer aber in so ein Luxusding und bezahlt von seinem offensichtlichen Reichtum halt nicht 30 Euro, sondern 350 Euro. So. Ja, das kann auch passieren. Klar, du hast etwas anderes zu essen bekommen, aber du bist auch satt. Das heißt, das Ergebnis ist das gleiche. Und was ich zum Beispiel auch noch sehr schön finde, ist, dass Geldreichtum eigentlich bei weitem nicht so wichtig ist wie anderer Reichtum. Zum Beispiel reich an Freunden oder reich an Lebensqualität. Wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, ich meine, dann passt doch alles. Du hast dann Spaß, es ist alles gut und bist zum Beispiel nicht die ganze Zeit dabei, boah, wie kann ich noch mehr Geld scheffeln, boah, wie kann ich dieses, wie kann ich jenes oder scheiße, was mache ich mit meiner Kohle, bla bla bla. Also von dem her, ja. Und außerdem, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, geht's uns eigentlich doch allen relativ gut, ne? Wenn du mal siehst, wenn da Leute in ihren Lehmhütchen hausen oder sonstige Probleme haben, die wirklich von der Hand in den Mund leben, das heißt, die müssen täglich irgendwo schauen, dass sie irgendwo was machen können, irgendwo arbeiten können, Tag für Tag, immer woanders, nicht wissend, wo sie hinkommen, um dann das Geld, was sie haben, dann direkt auf dem Markt wieder auszugeben, um dann was machen zu können, das ist natürlich immer scheiße. Das ist dann wirkliche Armut. Und von dem her würde ich sagen, dass wir hier in Deutschland eigentlich doch keine Probleme haben. Beziehungsweise nicht diese Probleme in diesem Rahmen. Also Probleme haben wir mit Sicherheit auch mehr als genug, aber andersartig gestaltet. So, jetzt habe ich immer noch kein Schaf, aber dafür Sand. Finde ich immer sehr, sehr lustig, wenn sie dann rumprallen und was weiß ich mit der Kohle, aber dann sind es doch eigentlich arme Würstchen. Hey, ich fahre dieses und jenes Auto, hey, ich habe dieses und jenes Haus, hey, meine Frau kann sich diesen und jenen Schmuck leisten, hey, ich ziehe eine Markenklamotten von Deutsch und Gebane an oder was weiß ich was und dann treten sie schön in der Presse auf und was weiß ich, das ist doch einfach zum Kotzen. Das sind solche armen Würstchen, also tut mir leid, die sind alles andere als reich, die sind einfach zu bemitleiden. Das sehe ich nicht als Reichtum, das sehe ich ganz einfach als Überfluss in irgendeiner Weise an, aber eigentlich sind sie arme kleine Würstchen. Schön, zwei hätte ich schon mal. Jetzt brauche ich nur noch eins. Mann, das ist ein blödes Umgelaufe hier. Wenn du da wirklich dein Leben so gestaltet hast, dass du damit zufrieden sein kannst, du bist glücklich, hast dein Auskommen, hast vielleicht, was weiß ich, eine Freundin, mit der du wirklich glücklich bist, dass deine Family hast, was weiß ich, deine Wohnung, dein Zimmer, dein was auch immer was. Und bist damit einfach zufrieden und glücklich und lebst so dein Leben dahin.
Das ist doch eigentlich... Was will man denn mehr? Man muss doch nicht immer hier schauen, dass man sich die Taschen vollstopft, dass alles zu spät ist und dann halt anstatt von... Keine Ahnung. Von Essen für 30 Euro, Essen für 350 Euro gehen oder sowas. Hm, verstehe ich immer nicht so ganz. Klar, man kann sich mal was gönnen, aber jetzt sein ganzes Leben nur daran auszurichten und dann keinerlei Freizeit zum Beispiel mehr zu haben, das ist armselig. Oder wenn du dann gar kein Leben mehr hast, wenn jetzt zum Beispiel jederzeit die ganzen Reporter oder Journalisten oder irgendwelche Paparazzos sind, die her sind, nur um zu gucken, was du jetzt wieder für einen Scheiß gebaut hast, das ist doch kein Leben mehr, Leute. Das ist doch kein Leben mehr. Würde mich zum Beispiel tierisch aufregen. Das geht überhaupt nicht. Wenn wir diese jetzt nicht in Ruhe gelassen werden, sind ja schon eigentlich dann Stalker. Als Stalker, die jetzt nicht persönlich was von dir wollen, sondern die irgendein lustiges Bild wollen, wie du dir gerade einen kleinen Fauxpas leistest, da was weiß ich, deine, keine Ahnung, mit halb raushängendem Penis ins Auto einsteigst, oder was weiß ich was, ihr wisst, was ich meine. Diese Fotos verkaufen sich halt am besten unter oder nach Paparazzis zum, zu irgendwelchen Presse oder Journalen oder was weiß ich was. Und dass du dann einfach nicht deine Ruhe hast und dich dann umgeben musst mit riesigen Wänden und dann darfst du auch noch schön schauen, dass auch deinen Kindern nichts passiert oder deiner Frau oder wem auch immer was. Nee, das ist doch alles nichts. Das muss doch nicht sein. Da bin ich viel lieber ein Normalo und kann hier in alle Ruhe so vor mich hin leben. Und es ist bei weitem auch nicht schlecht. Man muss halt immer schauen, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat und nicht, dass man immer da nach den allerhöchsten Zielen strebt. Wenn du keine Millionen auf dem Konto hast, ein bisschen ein armes Würstchen oder sowas. Über solche Aussagen kann ich eigentlich nur lachen. Ist das ja nicht alles ganz normal? Nein. Ein Geier! Was ist denn das da oben? Und wie komme ich da hoch? Ah, Kohle. Wir haben jetzt halt wirklich, wir laufen jetzt seit exakt 12 Minuten oder 10 Minuten, 10 bis 12 Minuten rum. Und ich finde, ein einziges Schaf, was mir zwei Wolle gibt, ist doch doof. Ist doch das doof. Was ist das da eigentlich? Das ganz normale Kobbel, der nur anders gefärbt ist, oder? Nee. Cracked Sand? Ausgetrockneter Sand, ja? Ja, Kohle kann man nie genug haben. Würde auch mal gerne über einen Meteor oder sowas hier fliegen. Ein paar Sachen davon rausholen. Wenn der frisch ist, dann gibt es dann nämlich diese heißen Brocken auch noch mit dabei, die mit der Zeit zu normalen werden. Und weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber aus denen kann man ziemlich coole Sachen machen. Besser als das normale Meteor-Chip-Zeug, was man da rausbekommt. Dicke, dick, dicke, dick, dick. Ja, wieder ein kleiner Flöz zum Abbauen. Ja, später am Tag werde ich dann auch noch wieder was für mein kleines Let's All aufnehmen. Mit meinem Feed the Beast ein wenig rumlatschen. Werde ich wahrscheinlich wieder geschockt sein, wie viel ich da habe, weil es ist ja... Hier krebst man noch rum und versucht sich da alles mögliche... Oh, nö jetzt. Alles mögliche irgendwie zu organisieren und dort hat man einfach dermaßen viel. Das ist irre. Blueberry, da geh weg. Warte mal an diesen komischen Stein, den kann ich eigentlich auch mal wegtun. Ja, dank der Meteoritenrüstung geht es jetzt nicht so einfach weg. Alter, was ist denn da passiert? Ach, das ist doch dieser Baum, der innen irgendwie so eine Falle hat, ne? Die hat er aber schon irgendwie mal ausgelöst. Ein Bär? Ne, ein Wildschwein. Ein Bär, was Grunz macht, habe ich auch nicht gesehen. Alter, bist du laut. Nennt sie noch Jockebau. Hallo, ich bin hier Jockebau. Gibt's hier noch irgendwas abzugreifen? Nein, der ist offensichtlich schon platt gemacht worden. Wie kriege ich jetzt das blöde Zeug aus dem Inventar? Warum stickt sich das nicht? Ach nö, ey, mein Nachbar fängt das bitte nicht zu hämmern an, das wäre jetzt scheiße. Cracked
Sand. Warte mal, kann ich hier den Utility Mode anmachen? War eigentlich auf Cheat Mode, verstehe ich nicht. Nee, ist ausgeblendet. Schade. Normalerweise hat man hier dann oben so einen kleinen Mülleimer. Recycle Mode. So. Ich überschreibe wohl das Server. Alt F5 war's. Das sieht so seltsam aus. Ich sehe irgendwie generell seltsam aus. Naja. Ja gut. Ich werde jetzt aber noch irgendwo so ein blödes Schaf herbekommen. Mann. Warte mal, wenn ich die in die Lava flitschen lasse. Dann sollte das Zeug, was ich nicht will, ja eigentlich verschwinden, ne? Dann kommst du weg. Und eins von euch kommt weg. Ist doch doof, ist doch das. Ich will ein Schaf. Ich brauche ein wenig Wolle. Wolle, 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 Wolle. Na gut, mit dieser wunderschönen Aussicht hier verabschiede ich mich mit dieser Folge von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bedanke mich herzlich, dass ihr euch dieses Video hier reingezogen habt. Und sage daher Servus la.